Wunderschönen guten Morgen. Herzlich willkommen. Ich habe gerade genuschelt. Herzlich willkommen zu dieser neuen Folge. Ich habe gerade den 566, den Radlader, geladen für nach Rockenhausen. Dann fahre ich da runter. 7 Achsen passt doch gut. Der in Rockenhausen steht, den bringe ich mit hoch. Dann fahre ich nach Sembach, lade den Traktor und der geht rüber nach Wiesbaden. Das ist mal der Plan heute. Ach, schweinekalt draußen, das ist brutal. Merkst die Finger kaum. So kalt ist das. Der geht wieder nach Hause. Aber die ganze Woche war es ziemlich so um die 10, stellenweise 15 Grad war morgens. Jetzt gleich heute Morgen minus gerade gehabt. Wenn ihr früher mal die Heizung an.
So, ja, man kann mit anhängen, fertig. Kam der Anruf. Soll hier noch die Planierraube laden. Sorry. Machen wir jetzt schnell, gucken, ob das Ding überhaupt anläuft. Steht schon so lange hier. Die hat keine GPS-Stäbe vorne drauf, die fahre ich gerade vorwärts drauf aus. Ausgezogen habe ich eh noch. Fahr mal die vorwärts drauf, aber ich mal gucken, ob das Ding anläuft. Der Bumme. So. Was? Gleich wird das Radio angehen. Was ist denn das? Der Heber. Oh, doch nicht. Das Radio nicht angeht, ist nie ein gutes Zeichen. Ja. Jetzt noch ein bisschen mein Kiesbett vorbereiten und dann fahren wir so drauf.
Morgen. Ich habe die Bremse zu. Die geht nicht auf. So. Nochmal wunderschönen guten Morgen, Dienstag. Ach, da steht er ja schon. Das Radladen soll ich jetzt laden. Na, da bleibe ich hier drin in meiner Halle. Aber wenigstens Licht. Dachte, er wäre noch gar nicht da. Dann hängen wir jetzt hier ab. Genauso machen wir das. Wie gesehen, wie ihr nicht seht, den kleinen Radlader lade ich jetzt. Der geht rüber nach Wiesbaden ins Zementwerk. Das machen wir jetzt heute Morgen erstmal. Wieder nach Wiesbaden. Gestern Mittag war ich schon mal dort. Ich habe noch einen Traktor runtergefahren. Ja. Schauen wir mal. Schnell abhängen. So, ich habe leer. Wieder das Werk raus. Das wird so ziemlich der Rest vom Tag dauern. Zu Hause bin jetzt dieses 10 vor 10. Zu Hause bin eine gute Stunde. Umsatteln. Hier laden. Fahren, ja, werde ich mich vielleicht sogar noch beeilen müssen, dass ich noch leer werde heute. Ja, wahrscheinlich. Mal gucken. So, bin zu Hause. Der wird noch nicht fertig, der ist vielleicht heute Nachmittag irgendwann fertig. Werde ich den auch heute nicht holen, werde ich dann morgen früh machen, gehe ich mal aus davon. Jetzt fahre ich wieder rüber bei uns auf die Seite. Da steht wieder dieses epische, kopflastige Sieb. Das nur mit Radlader und mit Stapler B oder entladen werden kann. Ach, gucken, ich wieder komplett ausziehen. Ach, die Laune steigt ins Unermessliche. Steht's ja. Moment, ich muss mal mein Ständer gerade mal kurz hochfahren. Alte Sau. Jetzt sehe ich den Himmel noch hier. Wurde auch irgendwas dran gemacht, aber ich weiß leider nicht was.
kann ich nichts sagen dazu, aber der wird wahrscheinlich diese Woche, spätestens Anfang nächste Woche, geht er dann raus nach Wiesbaden. Ja. Da hinten steht eine Brücke, da sind auch jede Menge neue Teile, alles was blau ist, ist neu. Am Brücke.
So, noch nicht ganz verladen. Ach, der Akku ist gleich leer. Noch nicht ganz verladen. Aber es ist 10 nach 12. Warte, jetzt mal rüber Mittagspause machen. Es gibt was zu essen. Da kann ich nicht Nein sagen. Ja, machen wir das erstmal und dann komme ich rüber, lade fertig und dann fahren wir hoch nach Sembach. Saukalt draußen, könnt meinen, es gibt Schnee. Gut, da ist der Brecher drauf hier. Roms, haben wir drin. Machen wir schnell und dann, wie gesagt, geht's weiter. Scheißding, oder? Kannst wirklich nur mit, fährst da drauf, irgendwann wippt so, die Bunkerpfanne sitzt auch auf dem Boden quasi. Egal, ob der Bunker frei ist oder nicht, fährt dann einfach nicht mehr. Kamera ein bisschen hochdrehen. Fährt einfach nicht mehr. Kannst du. Was liegt denn hier? Was ist das? Was wollte ich sagen? Oh, ich werde alt. Egal. Ich gehe jetzt essen. Das ist das, was ich noch weiß. Bis später.
mir. Kreuz ist heute wieder schlimm. Hab ich heute Mittag habe ich noch einen Döner gegessen, mein lieber Mann, ey, das. Also jetzt so die Hose zerrissen. Gott sei Dank haben wir hier oben ein WC gehabt. Sorry, das interessiert euch eigentlich nicht, wenn ich euch hier im wahrsten Sinne des Wortes Scheiße erzähle, aber schlimm. Kurz nach 12 gegessen und um 2, ich musste sogar hochfahren, ich konnte noch nicht immer mehr laufen. Ja, so ist das mit uns alten Leuten, ne? Na, wie war dein Stuhlgang heute? Ah. Sorry. Ich fahre jetzt nach Hause, ich sattel noch um. Du parkst, okay. Morgen früh dann Landstuhl, den 934 nach Völklingen. Und von dort den 934 zurück nach Landstuhl und dann fahren wir eine KMC. Dann fahren wir der KMC. Der geht raus nach Wiesbaden. Hier gerade die ganzen Fahrzeuge stehen von dieser Spedition hier. Ich habe gerade gesehen, da liegen Leute drin. Warum, wieso, weshalb? Aber ist auch egal. Ich erzähl euch wirklich nur nicht uninteressante Sachen. Wie gesagt, ich sattel jetzt um zu Hause, hänge die Fähre drauf. Erst tanke ich noch AdBlue voll. Dann umsatteln und dann. Feierabend für heute. Morgen früh tausche ich dann die Bagge. Ich bin irgendwie, ist heute nicht so,